Spielzeug für große Jungs. Jetzt kommen Sachen, die Männern Freude machen. Juhu, liebe Zuschauer, Spielzeug für große Jungs kommt jetzt. Für die kleinen und für die großen Herren hier. Dementsprechend das Passende, einmal für unter den Weihnachtsbaum, aber auch um die Vorweihnachtszeit ganz schön zu gestalten. Ich habe hier schon Platz genommen in einer Luxuskarosserie, in einem absoluten Hot Racer, zu dem wir später kommen werden. Und während ich mit Ihnen spreche, versucht mein Kollege, der Ralf, hinten auch schon hier einmal die Gabelstapler aus und die Muldenkipper und fährt einfach mal so ein bisschen vor sich rum. Also Sie sehen, Spielzeug für große Jungs und auch für die, die mal zu großen Jungs werden wollen. Ja. Natürlich absolute TV-Sonderpreise hier für Sie. Und ich finde, das könnte fast schon das Weihnachtsspezial genannt werden, weil ich glaube, dass sich alle Geschenke, Ralf, hier richtig gut unterm Tannenbaum machen. Das ist sensationell, gerade wenn man so ein bisschen affin ist für Spielzeug. Und das ist was für große Jungs, für die kleinen Jungs, das ist was, was Papa und Sohn gemeinsam machen können. Und hier gerade, ich muss sagen, weißt du, was auch schön ist, wenn der Vater zum Beispiel Gabelstapler fährt im Geschäft. Da kommen, sind die Kinder oftmals begeistert, wollen auch fahren. Und hier haben wir einen wirklich naturgetreuen Gabelstapler. Hier als erstes mit Fernbedienung selbstverständlich. Da kann ich mir ein Parcours aufstellen und kann dann mal fahren üben. Und hier siehst du auch, da guck mal, die Arme gehen hoch und runter für die Lasten, die ich drauf mache. Was auch schön ist, mit der Lenkung. Das ist wie bei einem richtigen Gabelstapler. Ich weiß nicht, ob du da schon mal aufgepasst hast. Ein Gabelstapler wird vorne getrieben und hinten gelenkt. Ja, der hat zwei verschiedene Achsen. Ja. Der wird also nicht wie beim Auto, lenkst du ja vorne. Beim Gabelstapler lenkst du hinten. Und genau das ist hier auch 1:1 umgesetzt. Die Lenkachse ist die hintere, die Hinterachse. Und die Antriebsachse ist hier in dem Fall die vordere. Und jetzt kannst du deine Lasten im Kinderzimmer herumfahren, kannst einen Parcours aufbauen. Eine Palette ist dabei, vier Polder sind auch dabei. Dann kannst du mal Slalom fahren. Und du wirst lachen, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine Herausforderung. Durch diese Hinterachsenlenkung ist das ein ganz anderes Verhalten. Jeder, der mal Gabelstapler wirklich gefahren ist, der weiß das. Ja? Aber hier, das ist so sensationell gemacht hier. Ja? Und ich muss jetzt mal, weißt du, die haben uns die, ich weiß nicht, ich glaube, die haben ja das extra hier draufgestellt, dass ich nicht runterfahre, aber ich bin ja nicht doof. Ja? Ich stelle es jetzt einfach mal runter und fahre jetzt mal eine Runde. Guck mal. Und jetzt acht mal auf die Hinterachse, siehst du? Ich sehe es, ja. Da, die Hinterachse wird gelenkt und jetzt... Boah, das ist so sensationell. Ralf, du bist aber ganz schön flott unterwegs hier mit deinem Gabelstapler aus dem Hause Playtastic. Guck mal, zurück. Guck so. Richtig schön detailgetreu und wie Sie sehen, das macht dem Ralf richtig viel Spaß. Vorne haben wir auch noch zwei Lichter. Ja, richtig, beleuchtet es auch. Guck mal, jetzt hoch, runter, jetzt lenken wir wieder. Da musst du auch umdenken, weil du eigentlich andersrum lenken musst, als du fahren willst. Ja? Durch diese Hinterachsenlenkung. Ja, da siehst du es. Mach's mal gut. Da. Ja, jetzt habe ich auch, hab auch genug Platz, aber es macht auch unglaublich Spaß. Mal. Ja, mach mal. Und fahr mal Kurven, dann wirst du merken, was ich meine, was man hier machen muss, entgegengesetzt lenken. Oh, siehst du es? Das ist durch eben diese Achse. So, jetzt. Du hast recht, Ralf. Siehst du? Oh, das ist aber komisch, aber das macht Spaß. Schau mal, das ist ja der oben, Wahnsinn. Oben haben wir den Hebel noch für den Greifer. Also dass ich den hoch und runter, das geht während der Fahrt. Ja. Da können wir jetzt auch eine Palette abholen, wenn du willst. Wenn du es jetzt mal schaffst, guck mal, hier habe ich eine Palette. Ich komme. Jetzt kannst du mal versuchen, hier hinzufahren und mit dir und dir die Palette zu holen. Warte, ich weise dich ein. Achtung. Warte. Passt genau. Du musst ein klein, du musst nur ein klein wenig runter. Halt. Nochmal zurück. Klein wenig runter. Und das war zu viel. Fingerspitzengefühl. Jetzt genau. So, jetzt hoch und weg damit mit der Palette. Wie cool ist das denn? Guck mal, jetzt können wir hier das noch Folter drauf machen. Das macht so viel Spaß. Schauen Sie mal. Also fantastisch, für 37,91 Euro unter der NC1627 und der 569. Ralf hat es bereits gesagt, also die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es macht Spaß. Gerade hier einmal mit dem Hubmast, da einmal was aufzunehmen, dann wieder wegzufahren und wieder abzusetzen, das versuche ich jetzt mal. Ups. Wo fährst du denn jetzt wieder hin, Mensch? Ja, das ist schwierig mit der Lenkung, aber es macht Spaß. Du hast einen Führerschein, ja? Ja. Aber nicht für einen Stapler. Ja, aber nicht auf dem Katalog. Das ist ich habe wirklich der Grund, gemacht. Das ist übrigens auch der Grund, warum man einen extra Staplerschein machen muss, weil das gar nicht so einfach ist. Ja. Und da wird ja teilweise mit Lasten von mehreren Tonnen gearbeitet. So, jetzt ablassen. Ohne Unfall, einfach ablassen, genau. Und wenn es unten ist, wegfahren wieder, Rückwärtsgang rein, weg. Und jetzt zurück. So. Palette abgeladen, alles passiert. Sensationell, dieser Gabelstapler für diesen, eben, wie wir es gerade gehört haben, ganz, ganz kleinen Preis. Das freut Papa, das freut Opa, das freut den Sohn, das freut den Enkel. Da hat einfach jeder Spaß dran.
Schauen Sie mal, also ein bisschen Übung, dann geht das Ganze wirklich wie von selbst. Das macht wahnsinnig viel Spaß. NC1627 und die 569, Ihre Bestellnummer. 37,91 €. Das ist der Preis für den absolut detailgetreuen, funkeferngesteuerten XL-Gabelstapler. In diesem wunderschönen Design mit den beiden Lichtern vorne, da kann man richtig loslegen. Glauben Sie mir, da werden nicht nur die Kleinen Spaß haben, sondern auch die Großen. Und da kann man sich auch so eine kleine Welt erschaffen, wie Sie das hier gerade sehen. Ein Pappkarton ausgeschnitten, das Pearl-Warenhaus. Dann mal eben die Ware mit rausgenommen und zack, einmal weggebracht. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Man kann hier der Kreativität freien Lauf lassen. Man kann sich hier beschäftigen und das ist ein Geschenk, was unter einem Weihnachtsbaum auf gar keinen Fall fehlen darf. Glauben Sie mir, man hat hier wirklich ganz viele Möglichkeiten, sich eine eigene Welt zu erschaffen mit dem funkferngesteuerten Gabelstapler. Wenn Sie sagen, wir wollen sowas mal ausprobieren, wir wollen zu Hause mal so eine kleine Welt erschaffen, wo man einfach ein bisschen rumfahren kann, wo man ausprobieren kann, dann haben wir natürlich auch das nächste Produkt für Sie, nämlich einen Muldenkipper. Richtig, ausprobiert. Ich war schon beim Bagger, zu dem kommen wir nachher. Übrigens auch richtig schön einzuschalten, auszuschalten unten. Ja, einfach den Schalter nehmen. Bist du wieder voreilig? Ja, ich bin wieder zu schnell. So viel Spaß, wie es macht. Aber hier, das ist so ein richtiger amerikanischer Truck, ja, so ein Muldenkipper. Jetzt haben wir hier unten auch wieder einen Einschalter, guck mal, den schalten wir jetzt ein, ja. Nehmen die Fernbedienung, jetzt gehen wir auch runter, du musst nur die Fernbedienung wechseln. Ja. Guck mal, willst du wieder? So, dann komm, probier einfach mal aus. Hier haben wir jetzt eine schöne Reichweite. Ja. Und jetzt bitte, ist deiner. Oh. So, jetzt kannst du lenken, aber jetzt nicht abladen während der Fahrt. Was meinst Wo du? Lenk ich denn? Stell dir mal vor, da wären mehrere. Ah, hier am Lenkrad. Siehst du, genau. Deshalb ist das Lenkrad. Und auf den Muldenkipper, jetzt würdest du rückwärts zum Beispiel an irgendeine Mulde fahren und deinen Kies abladen. Und das geht eben perfekt hier mit der Fernbedienung. Siehst du schon, wer ist unten? Du hattest Flair. Und jetzt müsstest du natürlich wieder geradeaus und die nächste Ladung abholen. So ein Muldenkipper, diese Riesendinger, die sieht man auch großen Steinbrüchen. Vielleicht hast du da schon mal einen Bericht drüber gesehen. Die sehen hier auch wirklich so aus. Cool ist hier das Lenkrad. Das ist sensationell. 40 Zentimeter lang. Also der hat auch eine richtige Größe und du siehst, es macht auch mit dem richtig Spaß. Beleuchtung sogar dabei, mit dem Lenkrad lenken, genau während du fährst natürlich. Ja, im Stand sollte man nicht lenken und dann den Muldenkipper auch hochladen, entladen. So, und jetzt fahren wir weiter. Kipper ist wieder unten, jetzt sind wir leer. Jetzt können wir wieder Gas geben und zur nächsten Baustelle fahren. Vielleicht auch zum Bagger, den wir nachher noch haben, weil du siehst, wir haben hier eine komplette Baustelle im Prinzip, die man hier bewirtschaften kann. Wie gesagt, das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk und vielleicht überlegen Sie auch hier direkt die Komplettbaustelle einmal unter den Weihnachtsbaum zu legen. Denn Ralf, ich glaube, das ist fantastisch, so an den Weihnachtstagen, so erster, zweiter Weihnachtstag, da kommt ja auch immer ein bisschen dann so das Beisammensein, dann will man ja auch ein bisschen beschäftigt, unterhalten werden und wenn sich da einfach mal die Familie zusammensetzt, wenn man da ein paar Kartons hat, die man schön beklebt, die man bemalt, wo man ein paar Kieselsteinchen draußen holt und wo man einfach rumfährt und so die eigene Baustelle quasi hat, glauben Sie mir, da werden klein und groß richtig, richtig viel Spaß haben auf dieser Kinderbaustelle. Das gibt eine richtig lange Nacht, weil die Kinder haben Spaß, die Väter haben auch Spaß und die Mütter auch, die geben es als nie zu, obwohl du hast jetzt, siehst du, du gibst ja die Fernbedienung nicht mehr her. Entschuldigung, ja? Weil ich Mütter gebe sagen sie dir ungern. Das ist Männerzeug, ja, aber nachher, wenn sie die Fernbedienung, du darfst ruhig weiter, du darfst auch weitermachen. Ich gebe ruhig ab. Ja, also du siehst, wenn man da mal angefangen hat, dann ist es eben sensationell, da möchte man nicht mehr aufhören. So, und wir fahren jetzt hier mal schön langsam um die Ecke, suchen den Rückwärtsgang. Da siehst du. Und das geht wie am Schnürchen, ja, ne? Ja, und das ist eben das Schöne hier. Eben, du, auch die Motorik der Kinder, egal wie alt die sind, wird natürlich geschult. Auch das Verständnis, dass man zwei Sachen gleichzeitig machen muss, das unterschätzt man oftmals. Aber selbst wir Erwachsene haben da oftmals Probleme. Du musst lenken und Gas geben gleichzeitig. Ja? Also das schult auch noch die Motorik. Das sind also keine so sinnfreien Geschenke, überhaupt nicht. Man lernt auch noch was dabei. Und was für mich das Wichtigste ist, es macht unglaublich viel Spaß. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und was das Tolle ist, ist, dass Sie hier funkferngesteuerte Muldenkipper oder Gabelstapler bekommen, aber nicht zu einem Preis von 70, 80 Euro, wie Sie die Preise normalerweise aus dem Spielwarengeschäft kennen. Nein, 37,91 €. Das heißt, Sie können hier den Gabelstapler und den Muldenkipper zusammen in den Warenkorb einmal fassen. Dann haben Sie fantastische Weihnachtsgeschenke und bekommen hier quasi zwei funkferngesteuerte
ferngesteuerte Baustellenfahrzeuge zum Preis von einem. NX1225 und die 569 die Bestellnummer für den Muldenkipper. Es geht aber weiter auf unserer Kinderbaustelle mit einem ferngesteuerten Bagger. Und bei dem war der Ralf eben schon und wollte mal richtig loslegen. Und was machst du jetzt gerade? Eine Breakdance-Einlage? Das geht jetzt natürlich nur durch diesen Kettenantrieb, den wir hier unten haben. Natürlich keine Ketten in dem Fall, sondern Gummi. Wir gehen jetzt auch mal vor. Du kannst also ganz einfach fahren mit dem Bagger. Vorwärts oder rückwärts, das geht ganz problemlos. Ja? Indem du beide, guck mal, das ist jetzt auch ganz interessant. Hier haben wir nämlich jetzt eine Vierkanal-Fernbedienung. Mit einem Regler wird nur die rechte Kette bedient, mit dem anderen die linke. Guck mal, siehst du das? So wird er nicht fahren. Du musst beide benutzen, dann fährt er. Wenn du beide konträr machst, also gegenseitig, dann dreht er sich im Kreis. Ja? Ah. So, das ist jetzt schon mal schön. Also, jetzt fahren wir wieder. Pass mir bloß auf das Kinderfahrzeug wieder vorwärts. So, und jetzt, guck mal, jetzt gehen wir da einfach mal ein bisschen rüber und jetzt nach vorne. Und jetzt kann ich natürlich auch backern. Magst du mir mal die Hand geben? Guck mal, nö. Na, gib mir doch mal die Hand. Also gut, komm, hier kriegst du die Hand. Ja. Na, ein bisschen hoch muss ich wieder. Achtung. Ah, so ein bisschen müssen wir aber noch üben, ne? Ja, eben, das ist doch auch das Schöne, dass man üben kann. Guck mal, jetzt komme ich auch noch zu dir rüber. Wuff, und wieder zurück. Hallo. Ja, und jetzt hau ich mal ab und tschüss. Ja, und das siehst du, das macht so viel Spaß hier jetzt. Guck Darf ich auch mal ausprobieren? Hier drin, natürlich, du darfst fast alles. Sie können mir glauben, also wenn ich das jetzt hier hinbekomme, dann bekommen Sie das auch hin, beziehungsweise Sie Kleinen. Ja, das geht doch super. Aber du hast recht, anfangs ist es ein bisschen, man muss sich wirklich konzentrieren, ne, damit... Richtig. Hier der Bagger, dass der vorwärts fährt. Also wir haben hier 8 Funktionen, die du unter einen Hut bringen musst, hier mit dieser 4-Kanal-Fernbedienung. Und eben, das ist das Tolle. Du kannst hier wirklich baggern, du kannst im Sandkasten rumfahren, kannst den Sand hochladen, kannst deinen Muldenkipper zum Beispiel aufladen oder beladen. Und jetzt versuch mal eine Kurve zu fahren. Oh. Einfach konträr, also gegenseitig. So. Beide den anderen nach unten. Mach mal einen hoch, einen runter. Ein Regler hoch, einen runter. Ah. Genau. Siehst du? Und anders hoch und runter, dann in die andere Richtung. So einfach ist das. Oben drehen tust du mit dem linken Hebel. Das ist der rechte, aber macht nichts. Jetzt links, genau, jetzt dreht er. Guck. Ah, jetzt. Ah! Ja? Also so einfach ist das. Es ist, ich sag mal, 5 Minuten Übung und dann noch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber damit kannst du dann richtig baggern, wie an einer großen Baustelle. Das ist übrigens ein Verhältnis 1:28 zu einem normalen Bagger. Also das ist also hier auch maßstabsgetreu. Ja, jetzt bist du ganz schwungvoll. Da wird's ein Baggerfahrer aber schwindelig, aber wenn du so weiterfährst. Ja, jetzt wieder zurück. Genau, wow. Siehst du, es macht einfach Spaß mit so fernbedienbaren Geräten, Muldenkipper oder Gabelstapler oder natürlich Bagger. Baggerfahren, das ist ja das Größte. Du, es gibt sogar so Events, da kannst du dir Baggerfahren für einen Tag mieten. Musst dann Geld bezahlen, dann darfst du einen Tag Baggerfahren. Ja? Hier kannst also du den ganzen Tag. Ich glaube, ich bin schon richtig gut dabei. Wow, das macht so viel Spaß. Und jetzt auch hier wieder vielleicht ein paar Süßigkeiten, ein paar Bonbons hingelegt. Und dann sagt man so, jetzt musst du mit deinem Bagger einmal hier die Süßigkeiten aufnehmen. Und die Süßigkeiten, die aufgenommen werden, die dürfen auch gegessen werden. So, zack. Ich würde dann direkt mal alles voll machen und hier alles mitnehmen. NX1223 und die 569, ihre Bestellnummer für dieses kraftvolle und richtig, richtig schicke Kinderspielzeug, nämlich den Bagger, der auf keiner Kinderbaustelle fehlen darf. Ich finde das einfach super, dass es die Möglichkeit gibt, so günstig hier so wunderbare Geschenke zu kaufen. 47,41 Euro. Auch hier wieder der Preis. Wir sprechen von unverbindlichen Preisempfehlungen von knapp 70 oder 80 Euro hier im Spielwarengeschäft. Teurer. Ich glaube, viele waren auch schon in Spielwarengeschäften, haben sich einfach mal umgeschaut, was kommt in Frage. Und wenn du dann bei so fernbedienten Vierkanal-Werkzeugen bist oder Baumaschinen, dann haben wir eben diese 70, 80, 90 Euro gerne mal erreicht. Hier sind wir bei 47,41 Euro. Also das ist einfach ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Sie sehen, wie der arbeitet. Ja, hier, schaufeln. Siehst du? Ja, jetzt, du hast es schon voll im Griff. Jetzt hast du wieder alles ausgeleert. Jetzt hättest du erst den Muldenkipper fahren müssen, mit dem, was du aufgeladen hast. Dann abladen. Ja, Bonbons aber. Bonbons, also Bonbons. Gut. Für dich nehmen wir das nächste Mal in die Sendung Bonbons. Aber auch Sand oder mal Schmutz, eben das Bauerde aussieht. Natürlich macht das Spaß. Hat dir noch nie irgendjemand angezweifelt? Nur die Damenwelt sagt oftmals, das wäre Männerspielzeug. Ich halte das für, also wirklich Spielzeug für beide, für Männer als auch Frauen. Ja? Ich halte das als fantastisches Spielzeug für unter den Tannen.
Tannenbaum und auch für die ganze Familie. Denn wenn sie da sagen, entweder mache ich alleine ein schönes großes Geschenk, ich kombiniere vielleicht zwei oder drei der fantastischen Baustellenfahrzeuge aus dem Hause Playtastic hier und schenke die, dann können sie wirklich an den Feiertagen mächtig viel Spaß haben, eine eigene Welt erschaffen, kreieren, vielleicht auch Bonbons einmal befördern, einmal mit dem Bagger einmal aufsammeln. Also Möglichkeiten über Möglichkeiten, die sie hier haben für ganz kleines Geld, ja, nämlich TV-Sonderpreise. Ja, richtig. Und das ist also jetzt unser Bagger. Und das ist, glaube ich, das höchste der Gefühle. Wenn man den mal hat, auch mit den 8 Funktionen, die wir hier haben, dann hat man alles im Griff. Aber wir machen noch ein bisschen weiter, denn ich habe hier jetzt nicht nur den Bagger. Den setzen wir jetzt mal zum Mulkenkipper. Moment. Ja. Dass wir unsere ganze Garage voll haben. Ich mache ihn mal aus. Ne? Wir gehen zum Traktor mit Anhänger. Und die sind beide separat steuerbar. Das ist auch schön. Den müssen wir jetzt noch einschalten. So, setzen wir am besten auch runter auf den Boden. Ja. Dann haben wir mehr Platz. Dann müssen wir nicht runterfahren. Achtung. Guck mal, mit dem Anhänger runtersetzen. So, schwuppdiwuppdiwupp. Und der jetzt, sieht ja auch aus wie echt, ne? Jetzt leg mal los, nur der ist auch wie echt. Das ist wirklich sensationell. Vorne noch die Schneeschippe dran. Wir haben hier ein Modell, das jetzt übrigens 1:18 ist im Verhältnis. Also auch wieder naturgetreu. Du siehst, hinten ist übrigens so ein Kipper. Und bei Traktoren wissen wir das, wer schon mal wirklich einen Traktor gesehen hat, das sind so seitliche Kipper. Die kannst du also seitlich kippen. Rückwärts fahren mit Anhänger müssen wir noch ein bisschen üben, Frau Konga. Nicht gut? Nee, überhaupt nicht gut. Da wäre schon fast die Achse kaputt. Macht aber auch nichts. Du musst, wenn du, pass mal auf, wir üben das jetzt mal. Fahr mal rückwärts. Wenn du rückwärts links einschlagen willst, dann musst du vorne erst mit dem Steuerelement rechts einschlagen. Einen kleinen Moment, dann ist die Achse richtig rum und dann links einschlagen. Schwierig, gell? Warte. Aber auch das kann man üben hier. Zumindest mal ein Modell rückwärts mit dem Hänger fahren. Ich fahre einfach vorne. Schau mal, die Schaufel vorne noch. Guck mal, wie gut das richtig geht. Ja, okay, wir sind knapp dabei. Gut, aber macht ja nichts. Ist noch wirklich kein Meister vom Himmel gefallen. Aber hier haben wir eben mit der Funkfernsteuerung haben wir einen wunderbaren Traktor. Ebenfalls hier 4 Kanal mit 8 Funktionen, aber jetzt eben im Verhältnis 1:18. Also fast, ja, 18 mal so groß wäre der Originalbagger oder der Originaltraktor mit Anhänger. Und was ich jetzt hinten dran mache, ich weiß, du haust wieder Süßigkeiten rein, deine Mancherie und was weiß ich noch alles, kann man natürlich reinmachen, Bonbons. Aber es macht einfach Spaß, damit zu fahren, das zu bedienen mit den ganzen Funktionen und mit Anhänger. Also es macht sensationell Spaß. Du kannst den Anhänger natürlich auch abhängen, kannst allein mit dem Trecker fahren. All das geht. Wow, 37,91 Euro für den ferngesteuerten Traktor mit steuerbarem Anhänger. Das ist der Hammer. Schauen Sie sich das bitte einmal an. Ganz egal, ob es der Muldenkipper war, ob es der Bagger war, ob es der Gabelstapler war. Das sind so detailgetreue und wunderschöne Spielzeuge. Das ist der absolute Wahnsinn. So ein Traktor, den kennt man von draußen, nur leider nicht in so schön sauber. Ja, das ist fantastisch. Recht. Hier wirklich einfach mal einen Spielplatz zu Hause errichten quasi. Ja. Mal zu sagen, wir legen mit der Familie zusammen. Wir bestellen vielleicht das komplette Set. Wir holen Kartons, die wir schön bekleben. Wir möchten wirklich hier an Weihnachten damit ein ganz großes Familienfest machen. Mit Bonbons, die rumkutschiert werden. Vielleicht auch hier im Traktor vielleicht mal ein kleines Schnäpschen für den Papa, der dann mit der Familie zusammensitzt. Da gibt es doch Möglichkeiten. Man kann es sich doch schön machen und das für so wenig Geld. 37,91 Euro, NX1222 und die 569. Ja, ich muss jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. So, hier stehen so meine sämtlichen Kindheitsträume. Ob das ein Stapler ist oder ein Bagger oder ein Muldenkipper oder ein Traktor. All das ist hier da. Und ich hoffe, Sie haben Ihr Lieblingsspielzeug auch schon entdeckt. Wir üben mal ein bisschen rückwärts mit dem Hänger zu fahren. Dann hast du das auch bald im Griff. Aber Sie können das zu Hause natürlich auch gemeinsam üben. Jetzt werden wir ein bisschen größer. Wir haben Modelle, die sind jetzt nicht mehr 1:18 oder 1:28, aber trotzdem sensationell für Kinder von 3 bis 8 Jahren, da ist das nämlich nicht zugelassen, sondern so vorgeschlagen und da muss ich sagen, wenn man da Kinder drin sieht, dann fängt man auch als Erwachsener an zu strahlen. Man freut sich. Das sind Elektroautos, die selbstständig fahren. Und zwar auch selbstständig gelenkt und Gas gegeben wird von dem Kind, das drin sitzt. Ja? Und das ist schon mal schön.
Ja, aber du kannst dem Kind ja nicht die ganze Gewalt überlassen über das Auto. Deshalb, ja, der Ton schon, sensationell. Ja? Hier haben wir im Nostalgie-Look, hier also wirklich ein wirklich tolles Auto. Und jetzt hast du auch eine Fernbedienung dabei. Und mit dieser Fernbedienung kannst du jetzt jederzeit dein Kind praktisch korrigieren. Also hier haben wir eine Geschwindigkeit, du siehst hier von 2,7 Stundenkilometer vorwärts oder rückwärts, kein Problem. Und jetzt kannst du das Kind fahren lassen mit dem Gaspedal, aber wenn es zu weit wegfährt von dir, dann gehst du einfach auf deinen Fernbedienmodus und wirst es per Fernbedienung steuern. Also das ist eben das Sensationelle hier, du kannst das Kind fahren lassen, jederzeit eigenverantwortlich, und sobald du sagst, oh komm, jetzt würde von der Straße abkommen, weil es ein bisschen zu weit nach links oder rechts lenkt, kannst du das Kommando übernehmen, kurzfristig die Route korrigieren, und so sind beide glücklich. Das ist der Wahnsinn. Schauen Sie sich mal an, auch hier, wie wunderschön dieses Elektro-Kinder-Cabrio hier gemacht wurde. In ganz großer Aufschrift sehen wir Smile. Ja, natürlich mit Musik noch dazu. Macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß, aber ich glaube, allein dieses Gefühl, als Kind das eigene Fahrzeug zu besitzen, ein Kinderfahrzeug, das so schön ist, in diesem beige Champagnerton, mit diesem bronzefarbenen Rallye-Streifen, mit diesem bronzefarbenen Sitz und dann diese wunderschönen Chromfelgen. Das ist der Hammer. Ja, also ich finde es sensationell, auch jetzt diese Hubeffekte im Prinzip. Hier haben wir diese Musikeffekte, dann hier die Leuchtstreifen, vorne Beleuchtung, beleuchteten Kühler, dieser Alu-Felgen-Look, das ist einfach sensationell. Es wurde an jedes Detail gedacht. Schau mal, sogar an Sicherheitsgurte. Und dann kann ich jederzeit ins Fahrverhalten meines Kindes eingreifen mit der Fernbedienung, und das vielleicht auch mal, ohne dass das Kind das merkt. Das Kind soll ruhig fahren und nur im Notfall greift man ein. Übrigens werden die Kinder damit nicht abhauen, weil mit 2,7 Stundenkilometer kommst du jederzeit auch hinterher. Ja? Das ist der Hammer. Ja. Da ist man auch als Mama, Papa, als Oma, Opa richtig stolz, ein Ründchen mitzugehen, mitzufahren. Da wird man am liebsten selber Platz nehmen. Das ist der größte Traum jedes Kindes, ein eigenes Kinderfahrzeug zu besitzen, wo die langweiligen Spaziergänge aufgepäppelt werden, wo man wieder Lust hat, nach draußen zu gehen, weil man hier Platz nimmt im Kindercabrio, in einem so wunderschönen, mit dieser LED-Lichtleiste, mit der Musik, mit diesen dicken Chromfelgen, mit den Lichtern und diesem tollen Ausdruck Smile. NX 1311 und die 56923,41 €. Das sind Preise und vor allem Produkte, die richtig gute Laune machen. Nicht nur den kleinen, auch den großen. Top-Kundenauszeichnungen. 5 von 5 Sternen, selbstverständlich und zum Kauf empfohlen. Bitte denken Sie hier an die Weihnachtszeit. Unsere Elektrofahrzeuge. Einmal dieses Kindercabrio. Wir haben noch andere im Programm. Die sind so beliebt. Die sind so beliebt. Die waren in den Bestsellern, in der Top 10. Und es kann jeden Moment sein, dass wir auf den letzten Stückzahlen sind. Deshalb bitte ganz, ganz schnell sein, wenn das Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten, für die Kleinen sein soll. Wir haben ja gesehen, Kathi hat auch viel Spaß. Das sollten Sie vielleicht nicht so oft machen. Also zugelassen bis 30 Kilo. Das heißt also Kinder von 3 bis 8. Mit 3 ist man eigentlich Kathi alt genug. Kathi wiegt doch 32 Kilo. 31,5 wiegt sie, ja. Aber vielleicht doch den Kindern die Freude lassen. Und im Notfall eben mit der Fernbedienung, die müssen die Kinder gar nicht wissen, eingreifen. Gerade wenn man zum Einkaufen fährt, was übrigens auch kein Problem wäre, weil das sind Elektroautos, die haben also einen Akku, der schnell wieder geladen ist und der 3 Stunden Laufzeit hier verspricht. Da kann ich also mal einen netten Spaziergang machen. Kind ist glücklich und nörgelt nicht, weil es laufen muss, und die Eltern sind auch glücklich, weil das Kind strahlt. Sind die Kinder glücklich, sind die Eltern glücklich. Natürlich, so einfach ist das. Aber ja? Sind die Kinder glücklich? Am Weihnachtsfest, nur wenn Sie unter dem Weihnachtsbaum natürlich auch ein schönes Geschenk haben. Ja, und glauben Sie mir eins, sagen Sie nichts, erzählen Sie nichts von diesem Geschenk. Ich weiß, wenn man so ein tolles Geschenk hat, also ich bin zumindest so, dann möchte ich immer so, ich würde es am liebsten direkt jedem erzählen, auch dem Beschenkten. Ich würde es am liebsten direkt ausplaudern, weil ich mich selber so freue, so ein Schnäppchen gemacht zu haben, weil ich mich selber einfach so freue, auf die Reaktion des anderen, dass ich eigentlich gar nicht innehalten kann. Hast du noch in der Verwandtschaft Kinder in dem Alter von zwischen 3 und 8 irgendwo? Ja. Ja, also jetzt stell dir mal vor, er oder sie, du schenkst ihm oder ihr sowas. Da kommen
Oh, da wird alles andere beiseite gelegt, alles andere uninteressant, reingesessen und durch die Wohnung gebraust. Und dann wird, kann man es kaum erwarten, genau, dann bist du die Lieblingstante oder Cousine oder was auch immer. Ja, egal in welchem Verwandtschaftsverhältnis man steht. Und das für relativ kleines Geld. Ich weiß, auch in meiner Jugend, vielleicht kennen Sie das auch schon, gab es auch mal so Autos, die haben damals unglaublich viel Geld gezahlt, für mich unerreichbar, weil meine Eltern nicht bezahlbar. Hier, finde ich, ist es bezahlbar mit 123,41 €. NX 1311 und die 569, Ihre Bestellnummer. Bitte seien Sie schnell. Bitte seien Sie schnell, dieses Kinderfahrzeug ist unter den Bestsellern heute in der Top 10 gewesen. Das ist ein Produkt, was gefragt ist. Das ist ein Produkt, was jeder unter dem Weihnachtsbaum haben will. Deshalb ganz, ganz schnell sein. Denn wir kommen schon zum nächsten Kinderfahrzeug und das ist ein richtiger Hot Racer. Startnummer 19 geht an den Start. Zum nächsten Spaziergang mit Mama und Papa, Oma und Opa. Jetzt geht es los. Ja, einmal hier im Sitz Platz genommen, richtig, angeschnallt und go. Also auch wieder ganz tolles Outfit. Also kannst hier rein, anschnallen, dann geht's los. Vorwärtsgang, Rückwärtsgang haben wir hier. Hier kann ich auch die noch Beleuchtung mit einschalten. Eine Hupe habe ich. Also alles, Musik kann ich abspielen. Und dann natürlich auch jetzt kann das Kind selber lenken, selber Gas geben, vorwärts, rückwärts, wie es will. Aber du kannst auch jederzeit über die Fernbedienung die Kontrolle übernehmen. Du siehst das jetzt auch, wenn ich dran gehe. Lass mal die, siehst du, das mache ich jetzt mit der Fernbedienung. Und jetzt geht's einfach los. Guck mal, jetzt überrascht von unserem Kameramann. Ich auch nicht einfach abguckt. Ja, das ist ein richtiger Hot Racer. Ja, ein richtiger Hot Racer. Und guck mal. Der sieht richtig, richtig Schatzi, schick aus. Machst du mit mir eine Spritztour? Ich würde sogar mitfahren, ja. Also wenn ich jetzt einen, jemanden so in so einem schicken Flitzer sehen würde und er würde sagen, hey Schnicker, hast du Lust auf eine Runde? Da würde ich sagen, yo, ich fahr mit. Kein Thema. 180,41 €, versandkostenfrei, kommt der Hot Racer zu Ihnen. Wunderschön, diese schwarz-rote Farbkombination, die Chromfelgen, der Sportsitz. Aber Sie... Sie behalten immer noch die Sicherheit und die Hand über allem, denn Sie haben einmal die Fernbedienung, wo Sie steuern können, wo lang es gehen soll oder wo lang es vor allem auch nicht hingehen soll. Also die Fernbedienung ist wirklich für den Notfall. Du setzt das Kind rein oder es gibt ja auch, wenn es ein Jünger machen will, das noch nicht lenken kann, den macht das auch Spaß. Setz dich rein und gib dann einfach vor, wo es entlang fährt. Ansonsten sind natürlich diese 3-, 4-, 5-, 6-jährigen Kinder stolz wie Bolle, wenn sie selber Auto fahren können und du schärfst damit auch das Auge für den Straßenverkehr. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Sie lernen zu lenken, sie merken, wie reagiert ein Fahrzeug, wenn ich was mache und du hast trotzdem immer die Fäden in der Hand. Oh, ich sehe gerade, geht aus. Das ist also unglaublich beliebt, kein Wunder. Also mir gefällt der Hot Racer hier auch unglaublich gut. Deshalb, wenn Sie sagen, das ist genau das Richtige für mein Kind, für meinen Enkel, für meinen Neffen, fürs Patenkind, dann schnell sein und anrufen. Richtig, schnell in die Leitung gehen, 0180 51 51 und dreimal die 2 geht aus. Wir haben es eben angesprochen, jetzt ist es schon soweit. Die Kinderfahrzeuge sind wirklich begrenzt. Das ist ein Weihnachtsgeschenk, was jeder machen möchte, was jedes Kind bekommen will und wo jedes Kind von träumt. Nicht nur früher, auch heute. Ich glaube, das ist der Wunsch jedermann gewesen, vor allem in so einer schicken, schönen Ausführung. Normalerweise sind die richtig teuer. Einmal im Spielwarengeschäft zahlt man locker 250, 300 bis 400 Euro für so ein Kinderfahrzeug. Erfüllen Sie doch einfach Ihren Kleinen den Traum vom ersten eigenen Auto, ganz egal, ob es der Hot Racer sein soll oder vielleicht das Kindercabrio, das richtig gute Laune macht mit dem Aufdruck Smile. Tolle Geschenkideen, die wir hier für Sie haben, für klein und ich würde auch sagen, schon was fast auch groß. Schön finde natürlich, guck mal, sobald ich nach vorne fahre, gehen die Lichter an. Hast du das gesehen? Du möchtest die Fernbedienung gar nicht mehr aus der Hand geben. Das macht einfach Spaß. Das macht Papa Spaß, das macht Opa Spaß, das macht den Kindern Spaß. Das ist etwas, das gibt leuchtende Augen und ich hoffe, für Sie war jetzt heute das Richtige dabei. Spielzeug für große Jungs, da bin ich immer ganz begeistert und ich habe mich jetzt wieder mal wie so ein kleiner, großer Junge gefühlt. Vielleicht ging es Ihnen ähnlich. Dann jetzt ran ans Telefon, holen Sie sich Ihr Lieblingsprodukt und viel Spaß damit.